Viele Eltern kennen das Problem. Wenn es um das Thema Zähneputzen geht, ja, dann kann es schon mal sein, dass man mit seinen Kindern zweimal am Tag einen ziemlichen Motivationskampf hat. Dass das Thema Zahnpflege nicht ganz so negativ behaftet ist, haben sich Elmix und ich uns ein paar Tipps und Tricks einfallen lassen, wie wir das ganze Thema ja, spielerisch angehen. Und genau das wollen wir euch vorstellen. Streikende Kinder kann man in Bezug auf Zähneputzen vielleicht sogar ein wenig verstehen. Auch als Erwachsenen kommt die tägliche Zahnputzroutine bisweilen ja, ein bisschen öde vor. Nur können Erwachsene die Folgen, die die mangelnde Zahnpflege nach sich ziehen würde, halt überblicken. Und alleine schon deshalb putzt man sich auf jeden Fall die Zähne. Kinder verstehen diesen Zusammenhang noch nicht. Und daher ist es wichtig, den Kleinen in erster Linie Verständnis entgegenzubringen. Unsere Kinder wollen in vielen Dingen so sein wie wir. Wenn das Kind also sieht, dass Mama oder Papa die Zähne putzt, dann kann das dazu führen, dass auch der Nachwuchs mitmacht. Zähneputzen ist für Kleinkinder ja, ein ziemlich abstrakter Prozess. Schließlich könnte man die Zeit doch viel besser zum Spielen nutzen. Erklärt also bitte eurem Kind, warum Zahnpflege so wichtig ist. So könnt ihr auch sicherstellen, dass das Kind nicht nur ungenau die Zahnbürste im Mund hin und her bewegt, sondern zeigt ihnen, dass mit der Bürste die Zähne ordentlich geputzt werden müssen, um Zahnbelag und Essensreste zu entfernen. Wenn ihr eurem Kind das Putzen der Zähne erklärt, muss das nicht unbedingt sachlich, bieder und trocken geschehen. Verpackt den Zahnputzprozess doch in eine spannende Geschichte. Eine oft erzählte Zahnputzgeschichte ist die von Karius und Baktus, die in den Zähnen der Kinder wohnen. Ihr könnt eurer Fantasie aber freien Lauf lassen. Solange die Story für euer Kind spannend ist, kann sie zum Zähneputzen animieren. Was ich auch ganz gut finde, ist, wenn es mit etwas mehr Bewegung sein darf. Zahnputzlieder und diverse Zahnputz-Playlisten können helfen und neuen Schwung ins Badezimmer bringen. Du kannst deinem Kind die Zahnbürste auch selbst aussuchen lassen. Mit den unterschiedlichen Bürsten von Elmex bleiben keine Wünsche mehr offen. Denn mit einer eigens gewählten Zahnbürste, zum Beispiel in Rot oder Grün, macht die Zahnpflege gleich viel, viel mehr Spaß. Es gibt also wirklich viele Möglichkeiten, eure Kinder zum Zähneputzen zu motivieren. Und mit der richtigen Zahnpflege könnt ihr die Zähne eurer Kinder schützen und die Gesundheit erhalten. Außerdem sollte aber in regelmäßigen Abständen natürlich ein Besuch beim Kinderzahnarzt stattfinden. Mehr Tipps und Tricks findet ihr auch auf der Webseite gesunderzahn.net oder in anderen Videos aus dieser Videoreihe.